Der Profete E-Scooter 10 Zoll mit ALG Direct Drive nach einem Jahr. Ist noch alles gut? Klappt noch alles? Das sehen wir in diesem Video und damit willkommen bei Pio E-Scooter. Ja, der Profete E-Scooter 10 Zoll mit ALG Direct Drive Motor. Für den gibt es einiges zu erzählen. Prinzipiell finde ich, das ist ein super Scooter. Der macht einen super soliden Eindruck. Der hat vor allem ein wuchtiges Auftreten. Und viele Features machen den etwas besonders. Der 390 Watt AEG Direct Drive Motor, Heckmotor, der zaubert einem eigentlich immer ein gutes Lächeln ins Gesicht, weil er hat genug Power. Man kommt wunderbar den Berg hoch. Berg in Anführungszeichen. Also für die City ist der mehr als ausreichend. Wenn man schon mal ein bisschen ländlicher wohnt, wo es ein bisschen hoch geht, ist der super ausreichend. Bei meinen üblichen Steigungen kommt der immer noch mit 10 bis 11 km/h hoch. Je steiler es wird, desto stärker fällt es. Ich glaube, das Schwächste war einmal 8 km/h, aber da ist er auch noch hochgekommen. Ohne Probleme. Die 10 Zoll Luftreifen sind die einzige Federung, die dieser Scooter hat. Und ja, hier waren schon oft Platte. Ich glaube, 3-4 Mal. Hinten ist mittlerweile sogar schon ein Kenda-Reifen drauf, weil diese chinesischen Günstigreifen, die ja immer überall zu kaufen sind, die sind eine Katastrophe. Die sind auch ratzfatz abgefahren. Jetzt ist hier mal ein Kenda-Reifen drauf und die Kilometer müssten mittlerweile, ich sag extra müssten mittlerweile um die 800 sein. Nachdem man aber den Hinterreifen gewechselt hat, also nachdem ich den Hinterreifen gewechselt habe, muss man ja den Motorstecker trennen. Und beim ersten oder zweiten Mal ist es dann irgendwann passiert, weiß nicht warum, hat sich der komplette Gesamtkilometerzähler genullt. Das heißt, wir werden irgendwo jetzt aktuell so um die 800 bis 900 Kilometer drauf haben. Und ja, ärgerlich. Zum Support von Profete sage ich jetzt noch mal später was. Der Profete ist grundsolide verarbeitet, bietet eine Lenkerhöhenverstellung, dementsprechend auch 4 Fahrstufen. Auf der linken Seite L1 bis L4 für die Geschwindigkeitsstufen und er ist wirklich gut verarbeitet. Der Akku bietet 10,4 Amperestunden und der Motor ist ein 390 Watt AEG Direct Drive Motor. Positiv sei angemerkt, die Geometrie und die Lenkerhöhenverstellung ist top, der Motor ist kraftvoll, das Display ist gut abzulesen. Die Negativpunkte sind in meinen Augen der zu schwache Akku, die Reichweite von 50 km, die Profete angibt, kann man vergessen. 20 bis 30 sind realistisch. Die Bremsen sind eine Vollkatastrophe, so oft wie ich schon nachstellen musste. Und derzeit sind sie auch defekt. Absolutes Fehlversagen der Bremse. Und der Scooter hat keine Federung. Aber die 10 Zoll Luftreifen dämpfen richtig gut. Das Handling ist für einen Scooter in der Gewichtsklasse außerordentlich gut. Dank der Lenkerhöhenverstellung kann man den Scooter individuell auf sich einstellen und hat auch niemals Probleme. Gebremst wird mit 2 Scheibenbremsen. Diese waren am Anfang recht gut, doch leider aktuell eine Vollkatastrophe. Das Zusammenklappen des Scooters funktioniert auch tadellos. Oben den Schnellspanner gelöst, den Lenker runter, unten die Orientierung lösen und dann kann man ihn hinten reinschieben und kann ihn dann beliebig von A nach B tragen und ist komfortabel unterwegs. Ja, wie sind jetzt meine allgemeinen Erfahrungen mit dem Scooter? Also durchweg eigentlich positiv. Er fährt sich super, er macht Spaß beim Fahren. Und er ist relativ schwer, aber das sind andere Scooter auch. Prinzipiell ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Ding. Wirklich, der Preis ist in meinen Augen wirklich ein bisschen zu hoch. Gerade jetzt in der aktuellen Zeit wäre mal irgendwie ein neues Modell rausgekommen, hätte ich dann noch gesagt, okay, über die App von diesem Scooter reden wir erst gar nicht, weil das ist eigentlich gar keine richtige App, das ist einfach nur katastrophaler Mist. Weil der Scooter hat nämlich so kein Bluetooth-Modul. Das darf man nicht vergessen, da kann man nichts mitmachen. Totaler Humbug. Ja, was man auch noch sagen muss, eine Handyhaltung an einem Scooter dran zu machen, ist auch so ein kleines problematisches Geschehen, weil wie ihr hier seht, es ist relativ wenig Fläche da. Und naja, Klingel hätte man vielleicht mit integrieren müssen in den Bremshebel. Den Code, den man hat, die Wegfahrsperre, der ist mittlerweile auch deaktiviert, braucht man alles nicht. Kann man machen, aber letzten Endes, wer ihn wegtragen will, trägt ihn weg. Ja. Und so muss man sagen, ist in Ordnung, passt. Aber würde ich mir jetzt nochmal neu kaufen,
Nein, würde ich mir nicht mehr. Definitiv nicht. Es war nicht schlecht. Das Ding hat auch sehr viel Spaß gemacht. Der geht auch in der Familie weiterhin rum. Aber ich würde mir nicht nochmal kaufen. Erstmal, weil er viel zu teuer ist. Die Technik, die da dran ist, ist mittlerweile nicht mehr state of the art. Vor allem die Reichweite bei der Akkugröße. Da müsste nochmal immer noch mehr gehen. Also, naja. Er funktioniert zumindest noch. Die Mängel, die er hat, die habe ich jetzt. Die müsst ihr nicht haben. Aber ich denke mal, auf Dauer kommt er auch weg und dann kommt da wieder was anderes. Ich hoffe, mit dem Video konnten wir euch ein bisschen oder ich euch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, er funktioniert noch. Wenn ihr gerne mehr Videos von dem Propheten sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten folgt demnächst auch mal ein neuer Scooter. Leider ist der Support vom Propheten auch nicht der beste. Ich habe nach Ersatzteilen gefragt. Ich wurde daraufhin verwiesen, den Scooter doch einzuschicken. Mir wurden aber auch keine Reparaturpreise genannt. Das ist immer der Nachteil von einem Discount-Produkt. Aber er fährt sich halt gut, er ist solide und hat uns auch bis jetzt außer dem Plattenreifen noch nie im Stich gelassen. Und die Features mit der Lenkerhöhenverstellung und dem breiten Trittbrett und dem starken Motor sind schon super. Bei so einem Produkt muss man auch ab und zu mal selbst Hand anlegen. Ich musste auch schon mal vorne den Steuerkopf etwas festziehen, nachziehen. Das gehört einfach dazu. Auf jeden Fall, fahrt alle vorsichtig. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.